Das Zimmer ist mein Name. Ich habe heute das Vergnügen, tatsächlich hier die Premiere, was unsere Informationsveranstaltung hat, zu bestreiten. Vielleicht fragen Sie sich, fragt ihr euch, warum steht der Mann jetzt hier? Vorstandsvorsitzender ist ja jetzt per se erstmal keine gute Legitimation, inhaltlich was zu erzählen. Das liegt unter anderem daran, dass ich zum einen in meinem Leben sehr viel entwickelt habe und dann zwei Web-Frameworks geschrieben habe. Ich habe sogar Patente angemeldet für kryptografische Verschlüsselung von Daten in Bildern. Das werden wir heute nicht machen. Wir machen ja genau das Gegenteil. Wir nichts verschlüsseln, wir wollen ja entschlüsseln. Aber was dieses Thema angeht, das hat mich beschäftigt mich seit langem, nämlich die Frage, wie können wir eigentlich die ganzen Daten und Informationen, die wir auf unterschiedlichen Plattformen haben, sichtbar und nutzbar machen. Und beim Web ist das geradezu augenscheinlich, dass wir da eine gewisse Diskrepanz haben. Ihr werdet dann sehen im Rahmen meiner Präsentation, wir haben auch eine kleine Untersuchung angestellt. Wir haben uns angeguckt, wie sieht es denn tatsächlich aus mit den Webseiten der Berliner Kultureinrichtungen. Und die Ergebnisse, die wird man dann zwischendurch so finden und man wird sehen, also es ist auch nicht ganz, sagen wir mal, unberechtigt über das Thema zu sprechen. Und ich hoffe, wenn ich jetzt, also ich habe auch Beispiele, ein lebensnahes Beispiel gewählt. Ich entschuldige mich schon jetzt bei der Volksbühne, falls ich dann da demnächst Hausverbot bekommen sollte. Also, Signal versus Noise, das ist im Grunde genommen das Thema. Wir haben ganz viel Rauschen, wir haben ganz viel Geräusch, wir haben ganz viel Daten um uns herum. Und aus diesen Daten Sinn zu erschließen, das ist im Grunde genommen das, womit wir uns heute beschäftigen. Sinn erschließen zum einen natürlich für die Nutzerinnen und Nutzer, denn für die machen wir das ja alles. Aber um die zu erreichen, müssen wir auch Sinn erschließen für diejenigen Plattformen, die das Ganze aufbereiten. Also es ist im Grunde genommen die Frage, wie kann ich aus dieser Unmenge an Informationen, die jeden Tag exponentiell wächst, Sinn erschließen. Und mal als Arbeitsdefinition für heute, zum einen Suchmaschinenoptimierung, das stand in der Einladung drin, es wird aber ein bisschen weitergehen, keine Sorge, Suchmaschinenoptimierung ist sozusagen eine Untermenge davon. Eine gängige Definition ist die Verbesserung der Sichtbarkeit in unbezahlten Suchergebnissen. Also wenn man in einer Suchmaschine sichtbar sein möchte, gibt es natürlich auch einen einfachen Weg, man kauft Werbung. Ob das jetzt immer der Königsweg ist, sei mal dahingestellt. Wir werden auch gleich sehen, warum das so ist. Aber eines kann man jedenfalls sagen, es kostet eine ganze Menge Geld. Und das heißt deswegen noch lange nicht, dass man deswegen auch die Nutzerinnen und Nutzer auf seiner Webseite wiederfindet, für deren Klicks man bezahlt hat. Was im Übrigen auch durchaus ein Problem ist des Matchings zwischen den unterschiedlichen Interessenslagen. Also deswegen habe ich jetzt hier mal ein bisschen allgemeiner formuliert. Verbesserung des der Darstellung des eigenen Contents auf Aggregationsplattformen. Das ist zum einen ist das Google, ist aber auch Facebook, Twitter, Instagram. Wobei über Instagram werden wir gar nicht reden, aber es ist trotzdem eine wichtige Plattform. Und wenn wir mal über das Thema Content Marketing sprechen würden, dann hätten wir das sicherlich auch noch ein bisschen stärker in den Vordergrund gerückt, je nachdem, welche Zielgruppe wir da adressieren wollen. Aber für das, worüber wir uns heute unterhalten, ist Instagram, einfach weil man da nicht gut verlinken kann, sondern im Wesentlichen visuelle Inhalte transportieren kann, plus ein bisschen Text dazu, nicht ganz so relevant. Und die daraus folgenden Reaktionen der Nutzerinnen und Nutzer. Das ist nämlich das, was wir am Ende erreichen wollen. Suchmaschinenoptimierung ist ja kein Selbstzweck, sondern es verfolgt ein Ziel. Wenn wir über Suchmaschinenoptimierung reden, dann kann man jedenfalls eines ganz klar sagen. Wir reden über genau eine Suchmaschine, das ist Google. Wenn man jetzt hier sich den Marktanteil anguckt, bei Desktop-Suche und mobiler Suche in Deutschland würden wir jetzt in Russland sein, sähe es ganz anders aus. Da wäre es dann Yandex, wir haben in China das Baidu, aber wir sind ja hier in Deutschland und adressieren möglicherweise mit unseren Webseiten auch eher ein Sprachraum, der ein europäischer Sprachraum ist. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht angeguckt, wie viele von euch eine Webpräsenz haben, die beispielsweise auch in Mandarin vorgehalten wird. Mit Blick darauf, dass natürlich das ein Riesenmarkt ist, auch was Touristen angeht. Nicht ganz irrelevante Frage, aber auch das würde jetzt zu weit führen, uns damit zu beschäftigen. Also bleiben wir mal erstmal im Bereich insbesondere unserer primären Zielgruppe in Deutschland, der deutschsprachigen Suchenden. Beziehungsweise müssen gar nicht deutschsprachige Suchende sein, aber Suchende in Deutschland. Und hier sieht man, wie gesagt, ganz klar, Desktop-Suche, Google ganz weit vorne, Bing so ein bisschen, Yahoo erstaunlicherweise immer noch da. Keine Ahnung, so ein bisschen retro. Bei der mobilen Suche Google komplett dominant. Hat auch ganz einfache Gründe, hat etwas damit zu tun, wie man heutzutage sucht.
Nicht viele Leute gehen heute mehr auf www.google.de, sondern man gibt in der Regel die Suche oben in der Adresszeile des Browsers ein und da die meisten Menschen Chrome benutzen, landen sie zwangsläufig bei den Suchergebnissen von Google und bei Safari ist es genauso. Und die unglücklichen Nutzerinnen und Nutzer von Microsoft-Produkten, die landen dann bei Bing. Und das ist so ein bisschen, obwohl sie sich das ja auch anders überlegen können, aber das spiegelt hier so ein bisschen auch den Anteil auch an Browsern zum guten Teil wieder. Und hier noch ein Slide zum Thema Entwicklung der mobilen Internetnutzung. Ich hatte ja eben gesagt, bei der mobilen Nutzung, da sind wir ganz weit vorne mit Google, also da ist Google ganz weit vorne und man sieht, also die Tendenz ist extrem steigend und das spiegelt sich im Übrigen auch wieder in der Art und Weise, wie Google Webseiten betrachtet. Nämlich mittlerweile heißt es Mobile First, also ab September ist das verpflichtend, oder seit September ist das quasi verpflichtend. Bei der Google beim Crawlen von Webseiten, über das wir uns gleich intensiver unterhalten werden, schaut sich Google die mobile Seite an. Das, was auf der mobilen Seite nicht drauf ist, wird überhaupt nicht mit einbezogen in die Suchergebnisse. Das heißt also, wenn wir unterschiedliche Contents haben für mobile Seiten und für Desktop-Seiten, was leidlich unnötig ist, aber es soll es geben, dass es dedizierte Seiten für mobil und für Desktop gibt, dann hat man potenziell ein Problem. Und dieses Problem sollte man einfach im Hinterkopf haben. Und dann gibt es noch etwas. Gott, alles verraten. Hey, okay, ja, das war jetzt sozusagen die Punchline, ja, mit der ich auf die Sprachassistenten kommen wollte. Da haben wir Produkte von Apple, von Google und von Amazon. Sind wir also so ein bisschen fair, wobei Amazon auch hier in dem Fall den größten Markteinteil hat. Und diese Sprachassistenten nehmen natürlich immer mehr Raum ein. Und warum zeige ich die? Weil selbstverständlich auch immer mehr über diese Sprachassistenten gesucht wird. Wenn jemand zum Beispiel Siri fragt, so wie ich gestern Siri gefragt habe, was ich heute Abend in Berlin machen kann, dann zeigt mir Siri Suchergebnisse, in dem Fall Suchergebnisse von Google, das sieht man jetzt hier nicht. Aber Apple hat im letzten Jahr den Vertrag mit Microsoft gekündigt, die haben vorher die Bing-Suchergebnisse verwendet, jetzt verwenden sie die Suchergebnisse von Google. Das heißt also, auch wenn wir mit sprachgesteuerten Systemen zu tun haben, ist das, was im Rahmen von Suchmaschinen an Ergebnissen gefunden wird, das, was am Ende den Nutzerinnen und Nutzern auch präsentiert wird. Wir reden aber noch über etwas anderes, deswegen hatte ich so gesagt Content-Aggregationsplattformen. Kurzer Satz zu den sozialen Netzwerken. Hier sieht man, diese beiden sind im Grunde genommen die entscheidendsten Linien für uns heute hier. Das sind jetzt amerikanische Daten, das heißt, sie sind in Deutschland potenziell im Detail anders, aber sie sind von der Grundtendenz, ich habe für Deutschland keine aktuellen Zahlen gehabt, aber dass sie sind von der Grundtendenz her, sind sie trotzdem aussagekräftig. Hier geht es darum, wie kommt Traffic auf Webseiten? Und hier ist es so, bei dem Parsing-Netzwerk sind das im Wesentlichen sind das Media-Outlets, aber 51% über Google-Suche, immerhin noch 27% über Facebook. Das heißt also, auch die sozialen Netzwerke sind als Content-Discovery-Plattform nach wie vor ein ganz wesentliches Element. Also auch wenn wir immer darüber hören, ja, Facebook ist tot und Facebook stirbt und die verlieren mal wieder 5 Millionen Nutzer, das ist so bei Nutzern im Milliardenbereich also eher so ein statistischer Effekt, sage ich mal. Also man kann sicherlich auch sich die Frage stellen, finde ich jetzt meine Zielgruppe auf Facebook? Das kann durchaus sehr, sehr unterschiedlich sein, aber grundsätzlich an der Stelle ganz klarer Rat, wenn wir über die Optimierung unserer Webseiten uns unterhalten, dann sollte das Thema auch, wie erscheine ich in sozialen Netzwerken, nicht wie komme ich dahin, darüber rede ich heute nicht, aber wie erscheine ich da eine Rolle spielen. Pinterest spielt auch eine Rolle und dann so andere Sachen, die tauchen hier gar nicht mehr so großartig auf. Das ist jetzt auch, bei Instagram ist das relativ vergleichbar, weil Instagram auch wenig Traffic auf Seiten originär als Referral Traffic generiert. Und hier ist noch eine weitere soziale Plattform, auch ein relativ deutsches Phänomen, WhatsApp. Ja, 76% aller Deutschen nutzen mindestens einmal täglich WhatsApp. Und warum zeige ich das? Auch auf WhatsApp werden Links geshared. Auf WhatsApp wird jemandem ein Link geschickt und sagt, schau mal, die Webseite finde ich interessant oder da möchte ich hingehen. Und jetzt merken wir so langsam, wo ich hinkommen möchte. Ich möchte dazu kommen, dass wir uns heute zweierlei Dinge angucken. Zum einen, wie werden Suchmaschinen unsere Webseiten sehen und wie sehen am Ende des Tages die Nutzerinnen und Nutzer, wenn sie die Suchergebnisse sehen.
beziehungsweise wenn Sie Vorschauen von unseren Webseiten sehen in sozialen Netzwerken. Das ist sozusagen so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und dann gibt es natürlich die Frage, gibt es eine magische Formel dafür, wie ich meine Suchmaschinenoptimierung durchführe? Und wäre ich jetzt ein Verkäufer eines kommerziellen Produktes, würde ich sagen, ja, selbstverständlich, ich habe sie. Aber ganz ehrlich, die gibt es nicht. Das Ganze ist natürlich entstanden aus der kein historischer Abriss über Suchmaschinen, aber dieses Dokument ist nun wirklich nicht unwichtig. Das ist das Papier, was Sergey Brin und Larry Page im Jahr 1998 als Studierende in Stanford geschrieben haben über die Frage, wie bringe ich Ordnung in das Web. Und das ist sozusagen die Grundidee gewesen der Entwicklung von Suchmaschinen, nämlich die Frage zu beantworten, wie relevant ist eigentlich eine Information im Netz, wenn ich nach ihr suche. Und da sind die damals auf diesen PageRank-Algorithmus gekommen und die Grundidee war, eine Seite ist immer dann besonders relevant, wenn ganz viele andere Seiten auf sie verlinken. Also sie haben versucht, ein Signal zu nutzen, was eigentlich ein Signal ist, was aus einer menschlichen Reaktion auf Webseiten-Content entstanden ist. Jemand fand eine Seite interessant, hat darauf verlinkt und dementsprechend gab es dann einen sogenannten Link oder Backlink auf die Seite. Den hat Google gezählt und hat dann gesagt, einfach in dem Algorithmus, je mehr Leute auf Content verlinken, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der relevant und interessant ist. Deswegen ranke ich den wieder. Und aus dieser PageRank Historie, die heute so gut wie gar keine Rolle mehr spielt. Also ein PageRank gibt es auch in der Form nicht mehr. Früher konnte man sich so PageRanks angucken und dann hat man gesagt, oh, ich habe 5, alles gut. Ja. Oder ich habe 4, oder ich habe 0, ganz schlecht. Das ist heute in der Form nicht mehr relevant, aber relevant ist trotzdem der Grundgedanke. Es geht darum, zu signalisieren, warum mein Content relevant ist und worüber mein Content eigentlich handelt. Also, es gibt keine Zauberformel. Aber es gibt eins, es gibt ordentliches Handwerk. Und über das wollen wir uns heute unterhalten, weil jenseits der Tatsache, dass man sicherlich auch ganz tolle SEO-Optimierungstools nutzen kann, aber ich möchte heute darüber reden, was man eigentlich tut, erstmal auf der Basisebene, wie sehen unsere Webseiten aus. Jetzt fangen wir mal hier mit unserer Webseite, ich nehme die jetzt erstmal als Beispiel. Erik ist dafür verantwortlich, der wird gleich von mir auch noch einen Optimierungshinweis bekommen im Laufe der heutigen Veranstaltung, aber ich habe das jetzt erstmal als Beispiel gewählt, weil das ist das, was wir sehen, wenn wir auf die Webseite gehen, in der Desktop-Ansicht, aber das ist natürlich nicht das, was die Webseite sieht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich meine, ich muss auch ein bisschen aufpassen, das Publikum ist hier ein bisschen gemischt von den Vorerfahrungen, habe ich so den Eindruck, also so nach dem, was ich so gesehen habe, wenn euch das alles zu Basics ist, dann bitte sagen, aber trotz allem, glaube ich, für ein gemeinsames Verständnis mal kurz einen Satz darüber zu verlieren, wie so eine Suchmaschine arbeitet. Eine Suchmaschine indiziert Webseiten mit einem Crawler und dieser Crawler besucht jede Webseite in einem bestimmten zeitlichen Abstand und nimmt damit quasi einen Schnappschuss der Webseite auf. Und die damit gewonnenen Informationen, die werden dann danach algorithmisch verarbeitet und am Ende zu einem Suchergebnis zusammengeführt. Und was der Crawler nicht sieht, ist das. Also natürlich gibt es mittlerweile auch sehr sophisticated Teile des Algorithmus, wo tatsächlich die visuelle Repräsentation mit einbezogen wird, aber im Kern sieht der Crawler das, nämlich das HTML der Webseite, also sprich den Quellcode. Das ist erstmal das allererste, womit sich so ein Crawler beschäftigt. Und wir reden halt nicht nur von den Crawlern von Google, sondern wir reden auch von den Crawlern, die die Vorschaubilder erzeugen für Facebook, für WhatsApp, für Twitter oder wo auch immer wir dann gegebenenfalls irgendetwas teilen können. Also das ist hier der Quellcode unserer Webseite. Das sind jetzt hier, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr 56, die wir hier sehen, plus 294 weitere Zeilen. Und eines muss man sagen, das ist auch nochmal so ein bisschen, dieses Slide ist jetzt vielleicht nicht an der optimalen Stelle, aber mir ist jetzt auch kein besserer Ort dafür eingefallen. Das, was wir hier im HTML haben, das ist das, was wir beeinflussen können, weil das schreiben wir. Beziehungsweise nutzen wir dafür ein Content-Management-System, was das für uns erzeugt, aber im Grunde genommen haben wir darüber in der Regel die Kontrolle. Oder wir müssen uns die Kontrolle darüber in irgendeiner Form einräumen lassen, aber wir haben darauf jedenfalls eine gewisse Form von Zugriff, worüber wir keine Kontrolle, und hier sind die Daten dann auch strukturiert, weil ich sie hier in dieser Webseite in irgendeiner Form untergebracht habe und sie auch in irgendeiner Form kenntlich gemacht habe.
Später, wenn Daten beispielsweise nicht strukturiert sind, sondern die Suchmaschine, der Algorithmus versuchen muss, sich irgendeinen Sinn daraus zusammenzureimen, verliere ich die Kontrolle, weil dann wird das Ganze mit künstlicher Intelligenz analysiert. TensorFlow ist das Framework von Google, das kann man auch als Open Source Netzwerk, als Open Source Software nutzen, wenn man selber Lust hat, künstliche Intelligenzanwendungen zu schreiben. Das ist tatsächlich auch die Engine, die von Google Brain entwickelt worden ist und die auch die Google-Suche im Wesentlichen dann auch powered. Und da ist es so, künstliche Intelligenz ist nichts anderes als Lernen in dem Fall. Da wird gelernt, welche Informationen könnten was bedeuten und wie relevant sind die. Und da können auch ganz falsche Dinge gelernt werden. Das hat immer was damit zu tun, welche Daten da hineingehen. Diese Daten kommen am Ende auch wieder hinaus und darauf haben wir einfach keinen Einfluss. Und ich kann jedem nur raten, nicht in die Region zu kommen, wo eine künstliche Intelligenz versucht, sich darüber Gedanken zu machen, was auf eurer Webseite ist. Das wird, wir sehen auch gleich ein paar relativ harmlose Beispiele, aber was dann am Ende des Tages passiert. Und wie strukturiere ich das Ganze? Es sind die Metadaten. Die Metadaten sind im Grunde genommen erstmal unser wichtigstes Hilfsmittel. Die finden sich so im Head-Teil unseres HTML-Dokuments wieder. Und in dem kann ich ganz unterschiedliche Informationen hinterlegen. Das ist jetzt, sind jetzt hier die Metadaten der Website der Technologiestiftung. Die haben auch alle so lustige Namen. Die heißen dann halt irgendwie so Twitter Card oder Twitter Creator oder Open Graph Image, Open Graph Type und was auch immer. Und wir werden uns gleich nochmal ein bisschen genauer angucken, wofür die eigentlich gut sind. Aber das sind im Grunde genommen die strukturierten, einfach strukturierten Informationen, die ich in meiner Webseite ohne Schwierigkeiten unterbringen kann. Dafür muss ich ehrlich gesagt gar nicht besonders viel wissen über Datenmanagement. Ich muss einfach nur wissen, dass ich die Möglichkeit habe, dort Informationen zu hinterlegen. Muss mir darüber Gedanken machen, welche Informationen sind das. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wenn man jetzt die Webseite, was hat Google daraus gemacht? Google hat, das ist ja also unser Suchergebnis zur Technologiestiftung Berlin, und Google hat sich zwei Informationen rausgezogen aus den eben gezeigten Metadaten. Zum einen den Titel. Jede Webseite muss einen Titel haben, ja, und dieser Titel sollte nach Möglichkeit auch was zu tun haben mit der Seite, die man da sieht. Das ist ein verpflichtendes Element nach den HTML-Konventionen und honestly, er ist wirklich nicht unwichtig. Weil ich sehe öfter mal sowas wie Startseite oder so, also das sagt noch niemandem irgendwas, außer dass es halt vielleicht die Startseite ist, aber das ist eine völlig verschenkte Möglichkeit. Wir haben dann hier die Beschreibung der Webseite, die hat Erik hier in dem Tag Description hinterlegt, alles wird digital, alles. Das Ganze sehen wir dann da oben wieder. Also Google hat 1:1 bei dem Suchergebnis das übernommen, wenn wir nach Technologiestiftung Berlin suchen oder nach generellen Terms suchen, wo die Technologiestiftung auftaucht, nicht bei speziellen Content, aber generell auftauchen, dann ist es das Snippet, was von Google erzeugt worden ist, basierend auf unseren Daten. Soweit, so gut. Gucken wir uns das Ganze für Facebook an. Da ist das alles ein bisschen kürzer. Man sieht das hier unten, ist so ein bisschen abgeschnitten. Aber auch hier hat Facebook genau das gemacht, was es tun sollte. Es hat sich unsere Metadaten angeguckt. In dem Fall sind das diese sogenannten Open Graph Metadaten. Also die Präsentation könnt ihr dann auch danach haben. Und dann seht ihr auch nochmal, was ich damit meine, vielleicht, wenn es hier ein bisschen schnell geht. Aber hier kann man also mit dem Open Graph Protokoll, das ist das, was für Facebook am relevantesten ist, allerdings auch für Twitter und WhatsApp App relevant ist, kann ich bestimmte weitere Beschreibungselemente hinzufügen, neben dem Titel. Da hat der böse Erik nämlich Startseite hingeschrieben. Wer auch immer es hingeschrieben hat, Erik, steht in unserem Quellcode. Das wäre zum Beispiel, wo man beim Titel jetzt vielleicht nicht Startseite hinschreiben sollte, weil das ist total arbitrary. Damit kann wirklich niemand bei einem Suchergebnis irgendetwas anfangen. Es gibt die Möglichkeit, ein Vorschaubild zu hinterlegen, und es gibt die Beschreibung speziell für Facebook zu hinterlegen, wenn ich das mit einem OG prefixe. Das hat einen Sinn. Wenn wir das dann nachher bei der Empfehlung nochmal sehen, ihr seht es ja auch, es ist alles viel kürzer. Das heißt, hier sieht man nur die ersten 75 Zeichen von dem, was ich da hinterlegt habe. Bei Google sehe ich deutlich mehr, bis zu 140, 150 Zeichen. So. Das heißt, ich muss mir schon überlegen, ob ich für die unterschiedlichen Kanäle genau den gleichen Inhalt hinterlege. Und das ist hier echt shitty mit dem Presenter. Aha! So, dann machen wir es ab jetzt so. Auf Twitter ist es so, Twitter eigentlich nicht wirklich relevant, aber der Vollständigkeit halber, auch da habe ich die Möglichkeit, für Twitter ein bestimmtes Vorschaubild zu hinterlegen. Ansonsten ist Twitter mal sehr dankbar, wenn es irgendwelche Tags findet, die für Facebook noch hinterlegt sind, nutzt nämlich auch die Open Graph Tags.
Und auch bei WhatsApp ist es so, so langsam wird es langweilig, aber hier sieht man auch wieder das Gleiche passiert. Ja, WhatsApp hat, habe jetzt hier einfach mal meiner Freundin den Link zu unserer Seite geschickt, falls sie ihn noch nicht kennt. Und da sieht sie dann also, ah, okay, das ist das Vorschaubild, das ist die Startseite und was wir denn so tun. Also man sieht, man hat über genau diese Elemente hat man eine relativ gute Kontrolle, dadurch, dass man Metatext verwendet. So, und jetzt kommen wir mal zu einem Ergebnis unserer Umfrage, zu unserer Untersuchung. Wie viel Metatext werden denn tatsächlich verwendet auf den Landingpages der Berliner Kultureinrichtungen? Ich habe 322 Kultureinrichtungen crawlen lassen von meinem Crawler. Und also der Crawler, der da verwendet worden ist, den habe ich geschrieben, aber glaubt mir, er macht genau das Gleiche, was Google oder WhatsApp oder was andere tun. Er hat sich nämlich den Webseiten-Content angeguckt, hat sich als erstes angeguckt, was gibt es dort für Metatext. Und da stellen wir dann fest, von den 322 Webseiten haben überhaupt nur 151, also weniger als die Hälfte, die Möglichkeit genutzt, eine Beschreibung zu hinterlegen. Nun kann man natürlich jetzt auch sich die Frage stellen, was sind das für 322 Seiten? Also das sind die, die uns die Senatsverwaltung für Kultur und Europa zur Verfügung gestellt hat. Und so beim Aufgucken, das ist sehr unterschiedlich. Das ist jetzt von den großen Häusern bis hin zu Vertretern der freien Szene. Da hat ja auch jeder unterschiedliche Möglichkeiten. Das soll jetzt auch überhaupt gar kein Bashing oder sowas sein. Aber man sieht einfach, also man fragt sich vielleicht vor, warum erzählt er das? Aber wenn man sieht, wie powerful quasi, also wie einflussreich, wenn man Dinge gestalten kann mit so ein paar einfachen Text, die man hinzufügt und wie wenige es nutzen. Also wie gesagt, Beschreibung haben nur weniger als der Graph kriegt für Facebook noch viel weniger, nur 83 nutzen die Möglichkeit eines Vorschaubildes. Da sind wir dann schon im Bereich von 55 Webseiten, die es genutzt haben. Und für Twitter haben sich nur 33 interessiert. Davon muss man übrigens noch 4 abziehen, die da gar keinen möglichen Content hinterlegt hatten, sondern den Standard-Content von WordPress drin hatten und verlinkt haben auf die WordPress-Seite. Das heißt also, summa summarum haben 29 Einrichtungen sich mit Twitter beschäftigt. Wie gesagt, ist Twitter jetzt relevant? Ich persönlich nutze es. Das ist immer in der Zielgruppe. Teilweise wird es ja gerne genutzt. Sind ja auch durchaus, kommunizieren ja auch viel über Twitter, aber es ist natürlich jetzt möglicherweise für unsere Audience, die wir jetzt in unserer Institutionen bringen wollen, nicht so hundertprozentig relevant. Aber hey, kostet ja eigentlich nichts, außer sich damit mal einen Moment zu beschäftigen. Jetzt haben wir hier mal die angekündigte Case Study, die Volksbühne, wie gesagt, nicht böse sein. Und da sehen wir jetzt hier das Suchmaschinen-Snippet zur Volksbühne. Das ist also, wenn ich Volksbühne suche, kriege ich das. Oder wenn ich nach Theater in Berlin suche, gibt es dann oben so ein Karussell auf Google und da habe ich dann auch die entsprechenden Bilder da rein und kann ich die anklicken und dann sehe ich das auch. So, und da sehe ich dann Berlin-Premiere, großes Haus, wenige Tickets, das Menschenunterhaltungsprozess gegen Gott, ein Funkatorium von Bea Zimmermann nach Paderborn. Interessant, sagt jetzt aber erstmal wenig über das Haus aus und sagt mir jetzt, wenn ich nicht gerade danach gesucht habe, was ich jetzt da eigentlich soll und was will mir das eigentlich sagen. Wie ist das zustande gekommen? Weil, wenn man sich die Metadaten anguckt, da sind ganz viele Metadaten mit bei, soweit so gut, aber es fehlt der Beschreibungstag. Das ist kein Description bei. Und dementsprechend hat sich jetzt der Google Crawler überlegt, was könnte eigentlich Sinn dieser Seite sein. Und hat dann auf der Seite gesucht. Und hat dann auf der Seite hier mal auf der Startseite geguckt und hat dann, ich mutmaße mal zum Zeitpunkt der Indizierung, ist genau diese Vorankündigung an der obersten Position gewesen. So arbeiten die Crawler, die gehen davon aus, das, was am weitesten oben auf der Seite ist, ist vom Content her am relevantesten. Ja, immer alles das, was above the fold ist. Ja, da habe ich jetzt kein Slide zu, aber all das, was man sieht, wenn man eine Webseite aufruft, ohne scrollen zu müssen, das ist above the fold. Das ist das wichtigste und teuerste Screen Estate, was ihr habt. Weil das ist das, was die Nutzer sehen, wenn sie kurz auf der Seite drauf sind. Und das ist auch das, was sich zum Beispiel so ein Crawler anguckt und für das sich ein Crawler interessiert. So, und hier hat der Crawler dann sich das angeguckt, hat festgestellt, okay, ist irgendwie dick gedruckt und hat auch links, ist vermutlich interessant, keine Ahnung, was es ist, aber ich gebe es jetzt mal zu, wie das aussieht. Das ist halt, wie gesagt, eine verpasste Chance. Sorry, aber jetzt der Kollege von Herrn Volksbühne da. Ja. Okay. Gut, dann machen wir mal weiter. Sicherlich. Also ich bin nicht zuständig für die Webseite. Ich wollte mich auch bei dir einfach nur entschuldigen. Aber ich hoffe, dass es vielleicht ein bisschen was. Also ich muss halt einfach ein Beispiel nehmen. Ja, und weil ich die Volksbühne ja sehr schätze, dachte ich mir, das ist nicht so schlimm.
So, was können wir daraus jetzt erstmal lernen für die Metadaten? Also es gibt sozusagen Best Practices und diese Best Practices sind bitte mindestens Titel, wie gesagt, verpflichtendes Element, Description und Image-Text verwenden. Titel bitte maximal 55 Zeichen, das hat etwas damit zu tun, wie viel Google denn dann auch anzeigt, den Rest schneidet Google nämlich ab und dann hat man zwei Punkte da hinten. Und wenn man dann hinter den 55 Zeichen dann seine interessanteste Information über die Webseite hatte, dann ist es halt doof, weil sieht keiner. Und so ähnlich ist es halt auch mit den Beschreibungstext, also maximal 75 für Facebook und 140 Zeichen für Google. Deswegen macht es auch hier Sinn, zwei unterschiedliche Description-Tags zu verwenden und das nicht einfach ineinander zu kopieren. Weil man, wenn man nur 75 Zeichen hat, sich eventuell überlegt, was ist jetzt von meiner Beschreibung relevanter, sodass ich das komprimiere und nach vorne ziehe. Ein Bild zu nutzen als Blickfang oder für Branding, immer eine gute Idee, insbesondere wenn es dann in sozialen Medien geteilt wird, weil nichts ist langweiliger als nur so ein graues Standard-Icon da zu sehen, sondern man kann mit einer catchy visuellen Ansprache natürlich auch Menschen dazu veranlassen, die Webseite zu besuchen. Und das ist im Grunde genommen das, was so der Gedanke ist, der hinter diesen ganzen Aktivitäten steckt. Wir wollen, dass Menschen erkennen, neben den Maschinen, aber auch die Menschen, die am Ende das sehen, was die Maschinen aus denen gemacht haben, was wir im Web veröffentlicht haben, warum dieser Content für sie relevant ist. Damit sie dann danach nämlich irgendetwas machen. Im besten Falle dann die Webseite anklicken oder vielleicht sogar unmittelbar zur Aktion schreiten. Wir werden gleich noch ein Beispiel sehen, wie man auch innerhalb von Suchmaschinen Aktionen auslösen kann, ohne dass die Leute überhaupt auf meine Seite kommen. Deswegen muss das, was hier drin steht, alles relevant sein, bezogen auf die Zielgruppe und den jeweiligen Page-Content. Also nicht irgendwelche generischen Beschreibungen, so nach dem Motto, wir sind ein Theater und wir spielen Stücke. Das ist sicherlich auch eine Information, die nicht ganz uninteressant ist, aber man kann sie sicherlich auch noch spezifischer ausgestalten, weil das Problem ist, wie gesagt, Leute, die auf meinen Link klicken und etwas anderes vorfinden, als sie erwarten, das sind nicht die Leute, die dann danach bei mir im Haus erscheinen. Das sind die, die am Ende des Tages entweder nur angenervt sind von mir oder im Zweifelsfall irgendwelche Kosten für mich verursacht haben, weil ich beispielsweise eine entsprechende Google-Werbung geschaltet habe, die völlig an der Zielgruppe vorbeigegangen ist. Deswegen ist also immer die Frage, warum mache ich das für wen? Besucherinnen und Besucher haben unterschiedliche Interessenslagen und die muss ich kennen. Wenn ich die nicht kenne, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Da muss ich mich ein bisschen allgemeiner halten. Aber relevant für wen? Kenne deine Besucherinnen. Man kann mit Analytics-Tools doch relativ gut herausfinden, auf welchen Wege jedenfalls die Nutzerinnen und Nutzer auf meine Webseite gekommen sind. Sind sie über eine Suchmaschine gekommen? Sind sie über eine direkte Verlinkung gekommen? Von wo ist verlinkt worden? Ich kann sogar, wenn ich das freischalte, ist es natürlich unter DSGVO-Gesichtspunkten völlig unproblematisch, Analytics zu machen, wenn ich darauf hinweise, dass ich es tue. Brauche ich eine entsprechende Datenschutzerklärung. Es gibt Leute, die sagen, naja, wenn ich jetzt anfange, irgendwelche weitergehenden Verknüpfungen vorzunehmen, dann kriege ich ein Problem. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, deswegen gebe ich jetzt hier nicht den anwaltlichen Rat, es zu tun. Anwalt war ich auch mal im früheren Leben. Sondern ich will nur darauf hinweisen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich kann auf Google mir schon relativ gut in den Analytics-Tools anzeigen lassen, sind meine Benutzerinnen und Benutzer zu welcher Alterskohorte gehören die, was für ein Gender haben sie angegeben, welche Interessen haben sie, also ein bisschen relativ granular, in welchen sonstigen Kategorien suchen sie. Kann man sich alles angucken, kostet auch alles nichts. Klar kostet was, kostet den Preis, dass ich Google in Zukunft meine gesamten Webseitendaten gebe. Deswegen ist das natürlich etwas, was so ein Trade-off ist, den man sich wohl überlegen muss. Aber trotz allem, also das sind wesentliche Informationen, in denen ich feststellen kann, ist das, was ich eigentlich nach außen kommuniziere, das, was bei den Leuten ankommt, weil attrahiere ich die richtigen Leute oder tue ich das nicht. Das ist ein Feedback-Mechanismus, den man aus meiner Sicht zwingend nutzen sollte. Und wenn man sich jetzt anguckt, welche Analytics-Tools verwendet werden, also ich habe jetzt mal nur geprüft auf die Standard-Tools, also so Piwik oder Matomoto, also jetzt oder Google, habe ich auf 91 der Seiten entsprechende Scripts gefunden, auf 231 habe ich keine Scripts gefunden und kann es sein, dass ihr alle total fancy Eigenlösungen habt, die jetzt in so einem generischen Prozess nicht gefunden worden sind, das kann ich nicht ausschließen, aber lasst es uns mal ein bisschen aufrunden, also auch hier gilt so ungefähr die Hälfte der Webseiten nutzt keine Analytics-Tools. Und auch da, wie gesagt, eine wirklich verpasste Chance, weil dieser ganze Mechanismus funktioniert ja nur,
ja, wenn ich irgendwie auch weiß, ob das, was ich nach außen rauskommuniziere, tatsächlich auch dazu führt, was ich will, nämlich dass ich Nutzer erreiche. Da gibt es zum Beispiel solche Sachen wie die Google Search Konsole. Da kann ich dann, das ist jetzt hier eine Property, die hat jetzt gar nicht viel Traffic, das ist ein altes Projekt von mir, aber das habe ich jetzt einfach mal als Beispiel aufgerufen. Da sehe ich dann, wie oft bin ich an welchem Tag eingeblendet worden bei den Suchergebnissen, was haben die Leute gesucht, wie oft wurde dann bei der Suche auch aufgeklickt. Also ich sehe so die Relation zwischen, wie oft wurde es auch aufgeklickt. Das heißt also, ich kriege ein relativ gutes Feedback dazu, wie eigentlich meine Präsenz auf Google jedenfalls dann auch dazu führt, dass Traffic auf meine Seite geleitet wird. Die Google Search Konsole ist ein Produkt, was nicht Google Analytics ist, kann man miteinander verknüpfen, muss man sich extra für anmelden, aber kann ich an der Stelle auch nur empfehlen, dass es auch DSGVO-mäßig unproblematisch ist zu nutzen, weil die Daten ja alle anonymisiert sind, aber wie gesagt, man sollte schon wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Jetzt machen wir noch einen kleinen Exkurs. Und zwar erwartet man jetzt natürlich auch, dass man irgendetwas dazu sagt bei so einem SEO-Seminar. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Muss ich jetzt nicht irgendwie ganz viel Schlagworte in den Bildern unterbringen, in Bilder-URLs unterbringen, in Beschreibungen und so? Ja, es kann überhaupt nicht schaden, wenn man relevante Keywords, die für die Nutzerinnen und Nutzer und auch für die Suchmaschinen signalisieren, dass das, was auf der Webseite drauf ist, relevant ist für eine bestimmte Suche auf der Webseite möglichst häufig erwähnt. Aber es gibt einen Punkt, wo ich nach wie vor meine, dass es relevant ist, also wie relevant das ist, darüber kann man wirklich streiten. Aber das Thema, wie baue ich eigentlich meine URLs? Und hier oben ist mal so ein Beispiel, das ist jetzt ausgedacht, da muss jetzt keiner dran glauben. Hier ist so eine total lange URL, kann sich kein Schwein merken. Und wenn ich die jetzt verlinke, wenn ich die nutze auf meiner Webseite, also ein Link macht schon gar keinen Spaß, ihn zu kopieren und zu versenden, enthält auch überhaupt gar keine Informationen darüber, was jetzt auf der konkreten Seite vorzufinden ist. Ist also auch für die Suchmaschine eine verschenkte Chance, sich Sinn zu erschließen darüber, was auf der Seite gezeigt wird. Und ist also, wie gesagt, neben der ästhetischen Fragestellung auch hier wieder eine verpasste Chance. Deswegen nutzen ja ganz viele diese Rewriting-Tools, die dann dazu führen, dass da unten so eine nette URL rauskommt wie kultur.de. Also hier oben sehen wir sogar, ja, also L gleich DE, Language gleich DE, das heißt, es ist die deutschsprachige Version. Und hinter dieser komischen P-Nummer-Page, hinter diesem Page-Index, verbirgt sich die Kontaktseite. Und so weiß man also sofort, das ist auch schön hierarchisch strukturiert, also wir sind hier auf der Webseite von kultur.de, wir sind im deutschen Bereich und wir wollen uns die Kontakte angucken. Genau solche Strukturen lieben Suchmaschinen und lieben übrigens auch Menschen, die Orientierung suchen, deswegen nutzen die Suchmaschinen. Man kann das Ganze noch sehr viel weiter treiben. Jetzt sind wir bei den strukturierten Daten angekommen. Und strukturierte Daten, das ist nun etwas, was es noch nicht so lange gibt, also Metadaten gibt es ja schon eine ganze Weile. Aber diese strukturierten Daten, mit denen kann man solche Sachen machen wie sowas. Wenn man hier auf der linken Seite, muss man sich vorstellen, jemand suchte nach Technologiestiftung und fand dann auf der rechten Seite diesen sogenannten Knowledge Bar vor. Das ist von Google für bestimmte Institutionen oder Produkte eine an der Seite generierte Zusammenfassung. Und dieser Knowledge Bar, der zeigt hier ein paar Informationen, die sehr relevant sind über die Technologiestiftung. Also wir sehen so ein paar Fotos, was hier so passiert. Da oben ist Caro, die gerade mit der Hackingbox irgendwas macht. Man hat hier ein paar schöne Rezensionen, könnten mehr sein, aber es sind zum wenigsten kein Schlecht mit bei. Man sieht die Adresse, man sieht, wann wir aufmachen, man sieht unsere Telefonnummer, man kann direkt anrufen, indem man es anklickt. Ja, der Link funktioniert im Handy, also ich muss jetzt gar nicht mehr irgendwie das auskopieren und habe dann da unten die Möglichkeit, mir auch noch die Informationen an mein Smartphone zu schicken, also so einschließlich der Frage, wie komme ich denn da hin? Und da unten geht das dann noch weiter, da sieht man dann im Karussell auch noch Content unserer Website. Passt jetzt hier nur nicht drauf, sonst wäre es nicht mehr lesbar gewesen. Und jetzt, sorry, komme ich nochmal zu meinen Freunden von der Volksbühne. Ich verspreche, das nächste Mal nehme ich ein anderes Haus. Und ihr habt auch einen Knowledge Bar an der Seite, was ja auch gut ist. Aber bei dem Knowledge Bar hat sich Google die Informationen selber zusammengesucht. Und was hat es gemacht? Es hat in der Wikipedia nachgeguckt nach der Volksbühne und schreibt jetzt etwas darüber, wie 1890 die Volksbühne bei der Gründungsversammlung des Vereins Freie Volksbühne entstanden ist. Historisch ist das total interessant. Für Besucherinnen und Besucher des Hauses möglicherweise nicht. Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, dass sie sich eher für das aktuelle Programm interessieren.
Und dementsprechend auch hier eine ganz schlechte Idee, wenn man es Google überlässt, sich darüber Gedanken zu machen, was könnte auf der Webseite eigentlich drauf sein. Und man kann dieses Problem leicht lösen, indem man auf seiner Webseite diesen Code einfügt. Das sind sogenannte strukturierte Daten. Das ist in dem Fall das JSON-LD-Format. Also JSON habt ihr vielleicht schon mal gehört oder gesehen, wenn ihr euch mit Webseiten beschäftigt. Das ist eigentlich ein Datenübermittlungsformat. Das sind eigentlich nur so Key-Value-Pairs, die man aber ineinander verschachteln kann, die verwendet werden, um bei JavaScript-basierten Applikationen Daten zwischen dem Server und der Webseite hin und her zu schicken oder auch mittlerweile auch Sachen damit zu speichern. Und man kann so ein Snippet, das nennt man dann Script-Type Application LD und JSON, in dem Fall andersrum, ist aber so gesehen korrekt, der Typ, einfügen, dass ich hier zu einer Organisation mit der URL volksbühne-berlin.de folgende Informationen hinterlegen möchte, den Contact Point. In dem Fall wäre das die Telefonnummer des Kartentelefons und gebe auch noch an, dass die von 11 Uhr bis 18 Uhr offen hat. Das habe ich auf der Webseite der Volksbühne gesehen, dass das so ist. Und schwuppdiwupp, wenn man das macht, wird das nächste Mal im Knowledge Bar an der Seite nicht mehr nur stehen, dass man 1890 die Volksbühne gegründet hat, sondern man hat einen dieser tollen Links, auf den man klicken kann, damit die Leute dann direkt beim Anrufen Karten bestellen können. Und wenn man sich jetzt fragt, wo kommt das alles her und dieses Schema.org, was heißt das eigentlich alles, das würde nun definitiv zu weit führen, weil ich ja hier auch nicht unendlich Zeit habe. Aber es gibt diese Seite Schema.org. Und das ist ein gemeinschaftliches Projekt, das verkauft sich so als Open Source und ist auch alles total transparent, ist es im Übrigen auch und ganz cool und so, aber wer steckt dahinter? Dahinter stecken natürlich die großen Google, Yandex, Baidu, die sich darauf verständigt haben, damit ihre Suchmaschinen es leichter haben und sie natürlich auch relevantere Ergebnisse für ihre Suchenden produzieren, weil für die ist das ja auch eine wirtschaftliche Frage. Je relevanter die Ergebnisse bei ihrer Suche sind, desto mehr Zeit verbringen die Leute auf ihrer Suchwebseite. Und desto weniger suchen die an anderen Stellen. Und desto mehr Möglichkeit haben sie, das zu monetarisieren. Die Zeit, die Leute bei ihnen auf der Seite verbringen, ist für sie neben vielen anderen Dingen bares Geld, weil sie beispielsweise Werbung einblenden können, mit denen sie dann Geld verdienen. Das heißt also, die sind intrinsisch motiviert, bessere Suchergebnisse zu produzieren als auf eine andere Art und Weise. Und ob ich das jetzt kapitalismuskritisch gut oder schlecht finde, sei mal dahingestellt. Aber es ist für mich ein Mechanismus, der es mir ermöglicht, tatsächlich auch die Tools zu nutzen, die sie mir bereitstellen, damit sie ihr Ziel erreichen können. Und ich meine es auch, nämlich sichtbar zu sein. Und hier habe ich dann, also es gibt insgesamt, glaube ich, 586 unterschiedliche Entitäten, ja, die man bei schema.org wiederfindet, die man beschreiben kann. Und da könnt ihr alles beschreiben. Da könnt ihr Dinge beschreiben, da könnt ihr Einrichtungen beschreiben, da könnt ihr Events beschreiben, ihr könnt eine Schallplatte beschreiben. Also gibt es auch so Beispiele mit den Beatles, das war dann wirklich mal eine Schallplatte. Auf der Webseite gibt es zu allen diesen unterschiedlichen Parametern auch jeweils Beispiele. Also man kann das anklicken und dann sieht man auch, wie muss sowas dann im Zweifelsfall auch aussehen. Das heißt also, es ist sicherlich nicht trivial, ist gar keine Frage, ich behaupte nicht, dass das einfach ist. Aber man hat die Möglichkeit, tatsächlich bis ins Detail hinein den Webseiten Informationen zur Verfügung zu stellen, auf den Webseiten Informationen zur Verfügung zu stellen, die beispielsweise von Google und von anderen Suchmaschinen extrahiert werden und dann im Rahmen ihres Angebots verarbeitet werden. Ich habe darüber die Kontrolle, wenn ich es richtig mache. Und dafür gibt es dann auch ein Validierungstool. Wie gesagt, die Links stehen immer drunter. Ihr kriegt dann auch die Präsentation. Dann könnt ihr euch das dann entsprechend nochmal vor Ort angucken. Gibt es von Google so ein Tool, da kann ich Links reinschreiben. Hat der liebe Nico das jetzt richtig gemacht, die Daten dort richtig in JSON-LD eingetragen und siehe da, auf der rechten Seite kommt das Überprüfungsergebnis, keine Fehler, keine Warnung. Das ist das, was Google da tatsächlich auch rausliest. Google sieht in der Tat, es handelt sich um eine Organisation aus Volksbühne und die hat eine Telefonnummer, da kann man was kaufen und die ist von 11 bis 18 Uhr offen und deswegen werden sie das nächste Mal einblenden. As simple as it gets. Also es ist jetzt natürlich überhaupt nicht simpel, aber ich will damit nur sagen, es ist natürlich möglich. Es ist möglich und es geht ja noch weiter und das ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass wir die Volksbühne sehen. Hier unten haben wir dann noch kommende Veranstaltungen der Volksbühne. Und hier sieht man dann, also Google hat sich jetzt drei rausgesucht, die Fahrt zum Leuchtturm in Berlin, die Fahrt zum Leuchtturm und die Fahrt zum Leuchtturm in Berlin. Jeweils auch unterschiedlich beschrieben.
Und nun kommt natürlich die Frage, wie soll ich das umsetzen? Weil es ist jetzt natürlich irgendwie in der vergangenen mehr als einer halben Stunde jetzt alles schon ein bisschen potenziell viel Informationen gewesen, vielleicht auch nicht die Informationen gewesen, auf die man jetzt gewartet hat. Aber im Kern ist es so, dass ich sage, wenn ihr euch mit einem Thema beschäftigt, dann ist das erste Thema, mit dem ihr euch beschäftigen solltet, das Thema, welche Daten sind in welchem Format auf eurer Webseite. Alles, was dann danach kommt, was das ganze Thema vielleicht auch User Interface angeht, da würde mir auch viel zu einfallen. Das kann man alles zu einem späteren Zeitpunkt machen aus meiner Sicht, aber das ist etwas, was relativ leicht zu machen ist, wenn man Content-Management-Systeme verwendet. Von den 322 Webseiten haben jedenfalls 160 Webseiten angegeben, dass sie mit einem Content-Management-System erstellt worden sind. Das sieht man auch in der Meta-Tag, der nennt sich Generator. Und darin sieht man dann, dass hier relativ dominant WordPress ist mit 15%. Hier bei den anderen sind noch Vorversionen von WordPress drin. Die sind jetzt nicht alle zusammengefasst unter dem Namen WordPress. Dann wird halt Typo 3 auch relativ häufig verwendet, Drupal, Joomla und aber auch eine ganze Menge selbstgestrickte und kleinere Produkte, unter anderem auch spezifische Produkte für Bühnen. So, und die haben sehr häufig auch die Möglichkeit, solche Metadaten beispielsweise dort einzugeben. Oder sie haben die Möglichkeit, Plugins zu installieren, wie jetzt bei den größeren Systemen wie WordPress oder Typo 3 oder Drupal und Joomla kann man sich jeweils die entsprechenden Plugins beschaffen, die es dann einem erleichtern, die Informationen am richtigen Ort auf der Webseite unterzubringen. Also sie da hart zu coden, klar, wenn man Spaß daran hat, kann man das machen, aber das ist eigentlich keine besonders effektive Form, mit dem Thema umzugehen, aber einen entsprechenden Kanal zu finden und wenn das jemand für euch entwickelt hat, dann redet mit den Entwicklerinnen darüber, wie zukünftig sichergestellt werden kann, dass die richtigen Tags am richtigen Ort sind. Weil dann kann schon alleine, wenn ich halt die Kennzeichnung richtig mache, die ganzen, es gibt ja zwei unterschiedliche Formen von Daten auf eurer Webseite. Es gibt einmal die Daten, die im Wesentlichen den Rahmen herstellen und fest sind, nämlich wie ist das Layout der Seite beispielsweise. Wie werden bestimmte Informationen aus euren Datenbanken auf der Webseite repräsentiert? Also ich gebe beispielsweise in einer Webseite die Informationen aus über ein Event. Dann ist das so, dass die Eventdaten in der Regel an einer anderen Stelle aufbewahrt werden in einer Datenbank, als die Information darüber, wie sieht denn dann am Ende des Tages die visuelle Repräsentation aus. Ja, das ist das sogenannte Template-System, was jedenfalls hier überall Verwendung findet. Es gibt ein Template, was mit Informationen gefüllt wird. Die Informationen, die gebt ihr in euren Backend ein, die werden in einer Datenbank gespeichert, wird die Webseite aufgerufen, ruft dann das Skript die entsprechenden Informationen aus der Datenbank auf, fügt sie in das Template ein, dann wird das Ganze gerendert und dann seht ihr das im Browser. Und in diesen Templates, da kann man mit den von mir beschriebenen Tags eine ganze Menge schon an Struktur schaffen, sodass dann die variablen Daten, die aus den Datenbanken kommen, von der Webseite, von den Webcrawlern in den richtigen Kontext gesetzt werden. Das heißt also, da muss sich einer einmal ransetzen und muss sich dann darüber Gedanken machen, welches Mikrodatenformat, ich habe jetzt JSON-RD gezeigt, es gibt noch andere, es gibt noch Microdata und es gibt noch mit Sicherheit noch andere, die ich jetzt aber nicht empfehlen würde. Microdata ist ein gutes Format, um im HTML die Informationen unterzubringen, wo ich dann ganz einfach, dadurch, dass ich auf der Strukturebene, mit denen ihr ja tagtäglich gar nichts zu tun haben müsst, die Voraussetzung schaffe, dass die Daten, die ihr dynamisch erzeugen lasst, dann auch in den richtigen Kontext gesetzt werden. So, dann kommt natürlich noch die letzte Frage, wie komme ich auf Platz 1 der Suchergebnisse? Darüber habe ich jetzt gar nichts gesagt. Und ganz ehrlich, diese Frage, wie komme ich auf Platz 1 der Suchergebnisse, das hängt ja sehr stark davon ab, welche Suchergebnisse bzw. wonach gesucht worden ist. Also wenn jemand danach sucht, Theater in Berlin, so wie ich das vorhin gemacht habe, dann landen die häufig bei Aggregatoren. Da ist es so, dass Google bevorzugt natürlich Webseiten, auf denen es viele Informationen aggregiert vorfindet. Und dementsprechend wird es nicht einfach sein, bei einer sehr allgemeinen Suchanfrage vorne zu landen. Wenn ich aber beispielsweise suche nach Ibsen-Aufführungen in Berlin, dann habe ich sehr gute Chancen, auf Platz 1 zu landen, wenn ich vorher die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen habe, indem der Crawler auf meiner Webseite diese Informationen gefunden hat und sie richtig zuordnen konnte, durch die von mir hier eben beschriebenen Tools, nämlich Metadaten und strukturierte Daten innerhalb der Webseite. Also
jeder, der verspricht, man landet auf Platz 1 mit irgendeinem SEO-Tool, das ist einfach Snake Oil, das funktioniert auch alleine deswegen nicht, weil die Nummer 1 bei meinem Suchergebnis ist eine völlig andere Nummer 1 als beim Suchergebnis von Annette oder von Sebastian oder von Michael, weil nämlich Google die Suchergebnisse personalisiert. Die Suchergebnisse, die dort gezeigt werden, basieren auf euren bisherigen Suchen und darauf, was ihr da angeklickt habt. Weil da lernt der Algorithmus dann eure Interessen und versucht euch das nächste Mal ein Suchergebnis zu präsentieren, das euren Interessen besser entspricht. Anders sieht es natürlich aus, wenn man im Cognito-Modus durch die Gegend browst. Da hat man vermutlich ein relativ unverstelltes Bild, wobei ich das auch nicht glaube, honestly, weil natürlich auch Google anhand der IP-Adresse ablesen kann, wo kommt ihr her. Google kann ablesen anhand des entsprechenden Browser-Strings, was verwendet ihr für ein Gerät. Seid ihr Mac-Nutzer oder seid ihr Linux-Nutzer oder seid ihr Microsoft-Nutzer? Tendenziell ist es so, wenn ihr Mac-Nutzer seid, wenn Webshops euch vielleicht schon mal aufgefallen, werden euch teurere Preise eingeblendet als bei anderen, einfach weil ihr offensichtlich bereit seid, mehr Geld auszugeben. Wir hatten hier mal ein Projekt, das nennt sich Smarte Bürger, wo wir uns mit dem Thema intensiver beschäftigt haben, inwieweit dieses Targeting von Zielgruppen eher zum Nachteil dann der Zielgruppen auch gereicht, weil man einfach nutzt von Seiten der anderen von entsprechenden Leistungen und den Umstand, dass sie aus bestimmten Signalen Informationen herausfiltern kann und mir darüber ein Bild machen kann, wie diese Person sich verhalten wird und dann dieser Person das zeigt, von der ich glaube, dass sie darauf entsprechend reagiert. Also, es gibt kein geheimes Rezept, keine magische Form, um Platz 1 zu kommen, aber es gibt aus meiner Sicht eine sehr gute Chance für diejenigen, die das suchen, was ich anbiete, auch sichtbar zu sein, indem ich den Suchmaschinen sage, was ich tue, und zwar auf eine Art und Weise, dass sie es verstehen. Und damit bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit.